Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem Special-Video, und zwar die Top 10 Transfers des Wintertransferfensters, zumindest meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich jederzeit gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist zu den Top-Transfers, also wer in euren Augen der Top-Transfer in diesem Wintertransferfenster war. Ich bin sehr gespannt, welche Spieler ihr da am interessantesten fandet oder am besten fandet oder bei denen ihr glaubt, dass sie den größten Impact haben werden auf ihren aktuellen und neuen Verein, damit gleichbedeutend. Ich bin da relativ safe und habe auch teilweise sehr offensichtliche Picks, aber nichtsdestotrotz auch, glaube ich, mindestens zwei, die einigermaßen überraschen können. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie das Ganze hier läuft und wie ihr vor allem in den Kommentaren abstimmt. Und ich werde auch vielleicht ein paar Abstimmungen oben machen, nach dem Motto, welchen Spieler findet ihr davon am krassesten oder ähnliches. Das werden wir sehen oder das werdet ihr sehen. Stimmt auf jeden Fall ab. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Kostenlos, um kein Video mehr zu verpassen. Natürlich könnt ihr auch gerne ein Like da lassen, um mich generell zu unterstützen. Aber wenn es euch gefällt, dann würde ich euch erst recht drum bitten. Ist einfach eine große Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn wir über 100 Likes für dieses Video erreichen. Es wird in Zukunft eine kleine Änderung geben. Ich plane das Ganze mit meinem Greenscreen wieder zu versuchen hier in der Wohnung. Ist durchaus möglich, dass es funktioniert. Ich weiß noch nicht, wann genau ich es ausprobieren möchte und wie genau ich es machen will. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Macht euch da keinen Kopf. Aktuell habe ich einen relativ guten Rhythmus, beziehungsweise habe ich einen relativ guten Plan, wie ich die Videos aufnehmen möchte. Also ich glaube, mit einem Zwei-Tages-Rhythmus ist das ganz gut. Und ja, das ist der aktuelle Plan. Wir legen los mit Spieler Numero Uno. Und der erste Spieler, den ich habe, und das ist der offensichtlichste aller Picks, ich gehe in absteigender Reihenfolge nach der Effektivität oder nach dem Level. Also wie gut ist der Transfer, das bemesse ich von oben nach unten. Also der Top-Transfer oben, und als letztes wird der schwächste Transfer genannt. Transfer Nummer 1 ist Erling Braut Haaland. Ich glaube, da muss ich nicht großartig was zu sagen. Hat bisher in seinen ersten 3 Bundesligaspielen 7 Buden gemacht. Im Pokal hat er auch getroffen gegen Bremen, auch wenn Dortmund rausgeflogen ist. Hat er direkt gestochen als Joker, das ist schon überragend. Natürlich muss man auch dazu sagen, er ist beim BVB der Zielspieler schlechthin und hat extrem starke Assistgeber. Er hat mit dem BVB allgemein ein sehr offensiv starkes Team sich ausgesucht, das in der Liga auch relativ dominant ist. Und, was man definitiv nicht vergessen darf, es waren halt auch nur 3 ziemlich schwache Gegner. Es waren nur Augsburg, nur Köln und jetzt am Wochenende halt eben im Endeffekt auch nur, ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, so egal war mir dieses Spiel. Also es waren relativ irrelevante und relativ schwache Gegner. Und was heißt irrelevant? Schwache Gegner, nicht irrelevant, war nicht böse gemeint. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass er in seinem Alter vor allem extrem starke Leistungen schon bringt und dass er für den BVB extrem wertvoll sein kann. Ob er denn über den Sommer hinaus überhaupt in Dortmund bleiben wird, wird man sehen müssen. Es gibt natürlich finanzstarke und vor allem auch international mit der Reputation her stärkere Teams, die ihn haben wollen, zum Beispiel Manchester United. Aber wie das Ganze läuft, muss man eben mal sehen. Vielleicht kann der BVB ihn auch länger halten. Ich glaube tatsächlich, dass sie ihn nicht länger halten können als 1,5 Jahre. Aber wer weiß, vielleicht kommt alles ganz anders. Meister werden sie, glaube ich, trotzdem nicht. Aber Haaland ist genau der Spielertyp, den sie gebraucht haben. Ein ja, verlässlicher Stürmer, der auch nicht permanent verletzt ist wie Alcázar, auch wenn der natürlich in Spanien auch direkt wieder getroffen hat, wird übrigens in diesem Video nicht gefeatured sein. Von daher auf jeden Fall Daumen hoch für die Verpflichtung von Erling Haaland. Hätte ich nicht gedacht, dass es das zum BVB geht. Großer Schritt auf jeden Fall für ihn, aber großer Schritt auch nach vorne in der Qualität für den BVB. Spieler Nummer 2, und da gehen wir jetzt schon ein bisschen in der Qualität, ja, nicht wirklich nach unten. Ich kann schon mal sagen, Christian Eriksen hat es nicht ins Video geschafft. Das liegt ganz einfach daran, dass ich persönlich finde, dass ja, er Inter jetzt nicht so extrem bereichert. War bei Tottenham diese Saison zwar stark, aber nicht so überragend stark, und es gibt halt einfach sowieso bei Inter extrem viele starke Spieler. Haaland hat den BVB deutlich besser gemacht, und auch Spieler Nummer 2 macht den Verein deutlich besser. Das ist Bruno Fernandes. Der ist von Sporting zu United gewechselt, und ich glaube, ich muss gar nicht sagen, wie wichtig der für United ist. Vielleicht der einzige Transfer auf der Ebene mit dem Spieler von dem Format, den sie bekommen konnten, einfach weil Fernandes halt aus der portugiesischen Liga kommt und die portugiesische Liga nicht so stark ist, aber für United natürlich trotzdem unfassbar wichtig, weil er der Spieler sein könnte, der irgendwie den Turnaround schafft. United läuft überhaupt nicht, Pogba ist eventuell im Sommer weg. Und dann brauchen sie irgendeinen Spielmacher, sie brauchen torgefährlichen Mittelfeldspieler, sie brauchen Lenker, sie brauchen Denker, sie brauchen Shootingstar, und das kann Fernandes sein. Vielleicht vom Charakter her ein bisschen stiller, aber vom Spielertypen auf jeden Fall auffällig genug. Torgefährlich ohne Ende, sehr, sehr flairreich, also sehr trickreicher Spieler und halt eben auch sehr konstant in seinen Leistungen, wenn auch nur in der portugiesischen Liga bisher. Aber ich habe das Gefühl, der kann das auf jeden Fall auch in der Premier League schaffen, und vielleicht wird er derjenige, der bei United so ein bisschen die Wende einleitet, weil nur mit Rashford und Martial geht es halt eben nicht. Pogba ist eventuell bald weg. Die brauchen eigentlich noch 4, 5 Spieler auf dem Niveau, dass sie wieder oben mitspielen oder ganz oben mitspielen. Aber Fernandes ist ein guter erster Schritt auf jeden Fall.
Spieler Nummer 3 auf meiner Liste ist dann Steven Bergwijn, wie auch immer ausgesprochen wird. Der Holländer, ehemals PSV, gewechselt zu den Tottenham Hotspur. Hat da direkt einen Impact gehabt, die haben nämlich gegen City gewonnen und er hat direkt eine Bude gemacht in seinem ersten Spiel. Eine sehr starke Bude noch dazu. Er ist genau das, was Tottenham in meinen Augen nicht braucht eigentlich, und zwar ein Flügelspieler. Aber er bringt trotzdem anscheinend die Qualitäten mit, die sie gebrauchen können. Versteht ihr? Also sie brauchen ihn nicht zwingend, er war jetzt nicht das notwendige Upgrade auf irgendeiner Position, aber sie können sein Tempo, seinen Spielwitz und vor allem auch seine Effektivität, die er hat, und seine Explosivität sehr, sehr gut gebrauchen. Ist kein 1:1 Ersatz eben für Eriksen, der abgewandert ist, den wir gerade schon erwähnt haben, aber er macht die rechte Seite nochmal stärker, links Son, rechts eben Bergwijn, vorne drin dann Kane, dahinter Dele Alli. Ich glaube, das passt schon. Und Alli alleine kann halt eben Eriksen auch ersetzen. Dafür hat er das Potenzial. Unter Mourinho spielt er ja auch ziemlich, ziemlich stark. Von daher eigentlich eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Man muss sehen, wie das Ganze weitergeht. Wenn man da sieht, wer im Hintergrund spielt, wenn man 4-2-3-1 oder 4-3-3 denkt, dann sind es Dyer, Wanyama noch als Backup, aber der ist natürlich nicht so wichtig. Und Lo Celso, den sie ja jetzt fest verpflichtet haben, sieht schon sehr, sehr gut aus. Aber wenn man so sieht, Dyer, Lo Celso, Alli, Bergwijn, Son, Kane... Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Vielleicht auch die Chance, nächstes Jahr mal richtig anzugreifen. Man muss sagen, sie hatten halt ein starkes Zentrum auf dem Flügel. Haben sie Spieler wie zum Beispiel, ja, Eriksen konnte da theoretisch spielen, Son eben auch, oder Lamela. Aber Lamela ist halt eben nicht ein Spieler vom Kaliber Son. Und Bergwijn könnte das sein. Mal sehen, ob er es schafft, mal sehen, ob er den Sprung in die Premier League so übersteht. Aber vorstellbar ist es auf jeden Fall, darstellbar definitiv. Ja, 35 Millionen hat er, glaube ich, gekostet. Das ist auch gar nicht so teuer tatsächlich für einen Spieler, der... ja, begehrt war, unter anderem auch von Bayern. Fraglich, warum Bayern ihn nicht geholt hat. Die brauchen ja anscheinend jeden Flügelspieler, den sie irgendwie bekommen können, weil mittlerweile fällt ja sogar schon der Ersatz aus mit Perisic. Coman verletzt, Perisic verletzt. Nicht die beste Situation bei Bayern. Hat Hertha trotzdem nichts gebracht. Allerdings war das auch vor der Verpflichtung vom Top-Transfer des Winters in der Bundesliga in meinen Augen nach Haaland, und zwar so krank immer noch, Christoph Piontek. Der ist von Milan nach einem Jahr wieder weggewechselt, kam ja von Genua, hat da alles zerschossen. Bei Milan war es in der letzten Rückserie auch noch relativ gut. Diese Saison war es nicht so stark. Dann kam Ibra, dann wurde gesagt, nee, das wird nichts für Piontek. Dann geht er halt zu einem ambitionierten Verein wie Hertha? Ich meine, ich weiß, also Hertha ist momentan auf dem aufsteigenden Ast, haben viel investiert, haben zum Beispiel eben Ascathiba geholt, haben Toussaint geholt nächsten Sommer, haben Mateusz Cunha geholt, von dem ich eine Menge halte, und dazu eben Piontek, damit einen absoluten, also wirklich einen guten, guten Stürmer, gerade auch vor Bundesliga-technischen gesehen vielleicht einer der besten Stürmer. Er war ja auch bei Milan nicht schlecht, er ist auch für Polen nicht schlecht. Das Einzige, also für Berlin super Transfer, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das schaffen, weil er ist zwar nicht so krass, wie er schien, letztes Jahr habe ich ihn ja mega gehypt, so krass ist er nicht geworden, er hat bei Milan halt, aber Milan ist auch allgemein schwierig, er hat aber trotzdem nicht so performt, nichtsdestotrotz, heftiger Transfer, nur aus seiner Sicht irgendwie komplett unverständlich. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, der hat gesagt, er will bei seinem nächsten Transfer so gut 70 bis 100 Millionen kosten. Jetzt hat er 27 gekostet, nach einem Jahr, und geht zu einem Verein, der noch weniger Ambitionen hat als Milan. Milan ist ja noch ein riesiger Name, Hertha ist noch kein, also war nie ein riesiger, riesiger Name, und eigentlich ist Berlin relativ bedeutungslos im deutschen Fußball. Nicht böse gemeint, aber ist halt aktuell so. Und natürlich stehen sie jetzt aktuell wieder auf, aber trotzdem irgendwie ein sehr komischer Transfer aus seiner Sicht, in meinen Augen. Vielleicht aber auch genau der richtige Weg, um sich wieder ins Gespräch zu bringen. Vielleicht wird er voll durchstarten, hat gegen Schalke im Pokal schon getroffen, auch wenn sie rausgeflogen sind. Und vielleicht wird es dann irgendwann noch was mit der Weltkarriere. Real wollte ihn zwischenzeitlich haben. Mittlerweile, naja, glaube ich, ist das Interesse zumindest eher abgeflacht. Aber mal schauen. Damit sind wir durch, was die Top 4 angeht. Und jetzt kommen wir zu zwei, die ein bisschen unerwarteter sind. Ich glaube, die vier hat jeder kommen sehen. So, ich meine, Berlin hat sowieso gut eingekauft. Toussaint spielt aber noch nicht, deswegen halt Piontek. Bei Toussaint weiß man noch nicht, wie er in der Bundesliga funktioniert, weil so bekannt war der jetzt auch wieder nicht im Vergleich zu anderen Mittelfeldspielern in der Bundesliga oder in der Liga. Aber gut, wir kommen zu einem, der komplett das Gegenteil von bekannt ist. Und zwar Sander Berge. Oder Berge. Wer? Ah ja, der. Zu Sheffield gerade gewechselt für knapp über 20 Millionen. Von Genk. So. Und nu? Was machen wir mit der Information? Ganz einfach. Der war unter anderem, also der war von vielen Clubs umworben, hat in der belgischen Liga überragend gespielt, war, glaube ich, der wertvollste Spieler der belgischen Liga. Das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, aber ein super, super Spieler mit einer Menge, Menge Qualität. Und den konnte sich Sheffield sichern. Sheffield macht brutal gute Arbeit. Die sind ja auch relativ weit oben in der Tabelle, spielen eine sehr gute Premier League-Saison, haben nichts mit dem Abstieg zu tun und haben jetzt im Winter zum Beispiel Richairo Zivkovic verpflichtet. Das war mal das Ajax-Talent schlechthin. Wer FIFA spielt, kennt den. FIFA 14 oder 15 war das. Ist nach China gegangen. Jetzt haben die den von da zurückgeholt.
vielleicht einer der Top-Transfers, vielleicht entwickelt er sich richtig krass, kann auch floppen, aber so viel Geld hat er nicht gekostet. Und dazu eben Sander Berge, den haben sie geholt aus Belgien, da war ein sehr wichtiger Spieler, Stammspieler, Führungsspieler und so einen kriegst du halt nur, wenn du ihn aus einer unbekannteren Liga holst, aber Genk ist halt kein schlechter Verein. So, die sind relativ weit oben mit dabei in der Tabelle und Berge ist dann, hat dann einen großen Anteil, oder Berge, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Sander, hat einen großen Anteil daran. Norweger, Skandinavier sind meistens relativ grundsolide, ja, die sind jetzt nicht irgendwie groß aufregend oder so, außer sie heißen Haaland, wo wir auch bei Norwegen sind, aber so Ødegaard zum Beispiel, klar wurde der viel gehypt, aber der spielt ganz solide, entwickelt sich immer weiter und ist sehr konstant und das sind meistens Skandinavier, bei denen das auf lange Sicht so ist. Teemu Pukki zum Beispiel, nie der riesige Shootingstar gewesen, der spielt in der Premier League mit Norwich und ist da der beste Stürmer. Das ist schon ein klares Zeichen, dass das gut funktionieren kann, deswegen glaube ich, dass Berge ein sehr, sehr wichtiger Transfer für Sheffield sein kann, auch auf die nächste Saison gesehen für die Premier League, weil er Qualität mitbringt, die Sheffield braucht, nämlich Erfahrung und eben Talent. Der ist noch, glaube ich, 22 oder sowas, hat also noch Entwicklungspotenzial. Top-Transfer, Talent, nicht so teuer, zu einem mittelmäßigen Verein, wo er auf jeden Fall einer der Top-Spieler sein könnte und solide aufgestellt für die kommende Saison. Mua. Besser geht's nicht. Letzter Transfer, Transfer Nummer 6, und das ist Valentino Lazaro. Ja, da schwingt ein bisschen meine Liebe zu Newcastle mit, ganz klar. Die haben gestern Pokal geil gewonnen, ganz, ganz knapp. Ja, Saint-Maximin mit einem fantastischen Tor, der wird sich auch noch, der wird bombastisch explodieren. Die 96-Fans unter euch wissen, der hat mal bei 96 gespielt. Ich habe den damals schon gefeiert, habe den weiterverfolgt bei Nizza, wo er dann hingewechselt ist, als er mit Balotelli zusammengespielt hat. Jetzt ist er bei Newcastle, mein Herzensverein in England. Ich habe ja in der Nähe von Newcastle studiert, für diejenigen, die es nicht wissen. Hammer. Hammer, Hammer. Bei Newcastle läuft allgemein momentan recht viel richtig. Steve Bruce ist ein komischer Trainer, der sehr viel defensiv macht. Das gefällt mir nicht so unbedingt. Aber es läuft viel richtig. Sie stehen im Mittelfeld relativ safe, nicht so unsicher wie die vergangenen Saisons. Sie haben gute Transfers für die Zukunft gemacht mit Almiron, mit Saint-Maximin, mit Joey Linton. Und zum Beispiel mit Lazaro, auch wenn sie, glaube ich, keine Kaufoption haben, das weiß ich gar nicht genau. Aber das sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch mit einer Defensive sind sie gut aufgestellt. Im Mittelfeld machen sie viel mit Eigengewächsen, mit den Longstaff-Brüdern und so. Das passt alles. Und Lazaro bringt das mit, was Newcastle so ein bisschen gefehlt hat. Nämlich Qualität und Erfahrung auf einem recht hohen Niveau, einerseits. Und zum anderen Seite Tempo. Sie haben schnellen Rechtsverteidiger mit DeAndre Yedlin. Der ist aber nur schnell. Der ist am Ball nicht so stark, offensiv nicht so stark, defensiv nicht so stark, der ist nur schnell. Sie haben Kraft, der ist solide, aber nicht schnell. So, mit Lazaro haben sie einen, der kann theoretisch auch im Mittelfeld spielen, der ist also polyvalent. Und er ist defensiv nicht so schlecht. Dazu kommt er von Inter, das heißt, er hat schon bei einem großen Verein gespielt, hat dementsprechend auch schon ein bisschen internationales Fieber. Also hat er so ein bisschen geschnüffelt. Und er ist schnell. Also super Transfer. Vielleicht derjenige, der nochmal so ein bisschen, also einen richtig großen Impact haben könnte bei Newcastle. Inwiefern das dann wirklich passiert, das muss man sehen. Aber ich glaube, der wird wichtig. Und ich glaube, Newcastle könnte in den nächsten Jahren wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, wo sie mal waren. Top 4 wird es nicht, aber so danach. So auf einem Level mit in den vergangenen Jahren Everton. West Ham ist dieses Jahr Katastrophe, aber Leicester so in dem Bereich. Da wünsche ich mir Newcastle natürlich auch hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit solchen Transfers funktioniert. Deswegen Lazaro in meinen Augen ein sehr guter Transfer. Einfach weil er eine Lücke schließt, die oder eine Position schließt und qualitativ erweitert, die vorher so ein bisschen fragwürdig war. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Top 6 oder Top 5 Transfers in die Kommentare. Ihr könnt gerne auch oben bei den Infokarten abstimmen, wer euer Favorit ist. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kanal kostenlos abonnieren und liken dieses Video nicht vergessen. Bis dahin, wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.